Ich habe sie gehasst, ich habe sie geliebt, ich habe sie gekauft, ich habe sie verkauft und zwischenzeitlich habe ich sie immer mal wieder vermisst. Diese alte Wunde wurde aufgerissen, als mir Jörn, ein Zuschauer und Freund, seine neue Mühle Rescue Timer geliehen hat, um ein Review-Video zu der Uhr zu machen. Und als ich sie vor mir auf dem Tisch hatte, ist alles das, was ich geliebt habe, ganz frisch wieder hochgekommen. Mit dem Ergebnis, dass ich sie mir noch einmal gekauft habe. In dem Video, was hier nebenbei läuft, seht ihr übrigens seine und meine Uhr. Ich habe die Uhr jetzt eine Woche am Arm gehabt und möchte mit euch das Ergebnis teilen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast zu einer Woche am Arm. Eine Woche am Arm mit meiner Mühle SAR Rescue Timer. Eine Uhr, die ich vor 5 oder 6 Jahren schon einmal hatte und verkauft habe, weil ich mit dem Datum nicht klar kam. Als ich sie wieder auf dem Tisch hatte, hat sie mir so gut gefallen, dass ich sie haben musste. Ich hatte sie jetzt eine Woche am Arm und das ist mein Protokoll dieser Woche. Wir haben Montag, Tag 1 meiner eine Woche am Arm. Ich habe die Mühle Rescue Timer am Arm. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht mit der gleichen Uhr, nicht derselben, sondern der gleichen Uhr, die mir Jörn geliehen hatte. Und das hat eine alte Liebe neu entfacht, sodass ich sie mir gebraucht kaufen musste. Beziehungsweise meine Frau hat sie mir zur Silberhochzeit geschenkt. Und heute war sie am Arm. Sie war auch heute schon im Einsatz. Ich blende euch das hier ein, wie ich heute damit schon auf dem Rad unterwegs war. Eine absolut tolle Uhr und ich weiß noch ganz genau, warum ich sie mir vor vielen Jahren gekauft habe. Und was ich absolut klasse finde, ist das Stahlband. Ich werde das noch die nächsten Tage genauer zeigen mit den Kautschuk-Links hier drin. Richtig klasse, gefällt mir super gut, ist schön leicht. Ich finde die Uhr absolut toll am Arm im Augenblick. Das Einzige, was ich jetzt lernen muss, ist die Datumslupe zu ignorieren. Falls ihr nicht genau wisst, was ich damit meine, schaut euch das Video, Quatsch, da oben. Schaut euch das Video da oben an. Da habe ich genau drin erklärt, was ich mit der Datumslupe meine, warum ich die so toll finde. Und außer der Datumslupe finde ich wirklich alles klasse an der Uhr. Und ich freue mich jetzt schon total auf die Woche mit meiner Rescue Timer am Arm. Ja, Dienstagmorgen, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Und meine Mühle Rescue Timer ist noch am Arm. Ja, ich bin nach wie vor super zufrieden mit der Uhr. Ich habe sie natürlich die ganze Nacht getragen. Und sie hat erwartungsgemäß sehr gut geleuchtet die Nacht. Ich konnte sie die ganze Nacht hervorragend ablesen. Zum Stahlband gibt es einige Sachen zu sagen. Dazu werde ich die Tage nochmal ein etwas ausführlicheres Detailvideo machen, wenn ich meine andere Kamera aufgebaut habe. Und zwar finde ich das Stahlband zum einen sehr schön gemacht mit den Kautschuk-Elementen. Hier bei den kleineren Elementen sieht das optisch etwas anders aus, da gehe ich aber nochmal im Detail drauf ein. Was mir allerdings aufgefallen ist, und das hat mich überrascht, während die gesamte Uhr unglaublich weich und rund ist, ohne eine einzige scharfe Kante, ist das Stahlband hier an den Anstößen der Schließe, insbesondere an den Ecken hier, doch relativ scharfkantig. Und zwar auch auf beiden Seiten. Hier bei dem Ende der Schließe, wo man sie auf und zu klappt, nicht ganz so sehr. Auf der Rückseite, dort wo die Tauchverlängerung ist, etwas stärker. Hat mich wirklich überrascht, denn eigentlich ist die Uhr so konzipiert, dass da nichts drückt, nichts kratzt, nichts Scharfkantiges dran ist. Ich werde es euch im Detail noch etwas später im Video zeigen. Das war meine Überraschung für heute, was ich so auf die Schnelle nicht gesehen hatte. Wir haben Dienstagabend, ungefähr 10 vor 12 und meine Mühle Rescue Timer ist noch am Arm.
Deutschland hat gerade ein wirklich sehr ansehnliches 1:1 gegen die Niederlande im Fußball gespielt. Insofern war das ein Tag, der absolut in Ordnung ging. Mir ist heute aufgefallen, dass ich mir das Stahlband der Uhr etwas zu weit eingestellt hatte, was leider dazu führt, dass ich noch ein Glied rausgenommen habe und an der Schließe etwas spielen musste. Und dabei sind mir ein, zwei Sachen an der Schließe aufgefallen, über das hinaus, was ich ohnehin schon angedeutet hatte. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Dafür muss ich aber die Kamera kurz umbauen. So, da bin ich wieder und jetzt zeige ich euch mal, was ich gemeint habe. Hier haben wir die Uhr. Und wenn ich die Uhr mir als Gesamte betrachte, ist sie hier oben wunderschön abgerundet. Auch die Hörner, wie ihr sehen könnt, sind leicht abgerundet. Alles ist sehr weich, organisch, keine scharfen Kanten, abgesehen von der Schließe. Und wenn man jetzt hier mal reinschaut, ich drücke mal etwas fester drauf, um das zu zeigen, da habe ich eine richtige Ecke im Finger. Und das habe ich hier oben so in der Art nicht so stark. Das ist einfach etwas runder und weicher. Wie ihr sehen könnt, das geht schon zurück. Wohingegen hier die Ecke im Finger immer noch sichtbar ist. Also die Schließenkanten hier sind nicht scharfkantig, aber sehr definiert eckig. Also es ist einfach, es fühlt sich ganz anders an als die gesamte andere Uhr. Da das aber unterm Arm ist, fällt das so gut wie nicht auf. Der Bügel, alles das ist wieder relativ weich. Auch der Bügel hier ist zwar etwas kantiger als der Rest der Uhr, aber nicht so wie diese beiden Ecken. Hier hätte ich mir etwas abgerundetere Ecken durchaus gewünscht. Was auch ein kleines bisschen eine Kante ist, das sind die hochstehenden Glieder. Nicht unangenehm, aber man merkt es einfach, denn sie stehen etwas über, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann hier, aber das stört in keinster Weise. Optisch ist natürlich das Band mit den Kautschuk-Elementen ein absoluter Hingucker, gefällt mir richtig gut. Und was mir auch sehr gut gefällt, das ist der Wechsel zwischen Kautschuk, den kleinen Stahlmittelteilen, wieder Kautschuk. Das finde ich optisch wirklich klasse. Das funktioniert aber nur, solange man keine kleinen Glieder einbauen muss. Denn bei den kleinen Gliedern ist das nicht der Fall. Da hat man kein Stahlstück dazwischen. Deswegen ist es sehr ratsam, die nicht im Übermaß zu verwenden und dann auch nur in Schließennähe. Dieser Teil gehört zur Schließe und habe noch zwei in Reserve. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt hier noch eins zu haben, hätte ich drei von den kleinen Gliedern in Folge und auf der Gegenseite auch noch einmal. Das wäre mir zu viel, das fände ich nicht schön. Ja, das ist die Optik und die kleine Anmerkung der doch sehr definierten Kanten hier. Das ist alles noch nicht wirklich schlimm. Was mir aber wirklich negativ aufgefallen ist, das hat mit der Tauchverlängerung zu tun. Die ist übrigens aus Blech, also auch nicht aus dem Vollen gefräst. Aber das Blech ist auch nicht so dünn, dass es leicht verbiegt oder irgendwie nicht haltbar wirkt. Aber es gibt eben Schließen, die sind hier hochwertiger. Mir ist was anderes aufgefallen und das wollte ich euch noch ganz kurz zeigen. Dafür muss ich mal hier an mein Mini-Werkzeug-Etui. Wie gesagt, ich habe heute der Schließe etwas rumgespielt und dabei habe ich auch die Mikroverstellung hier genutzt. Es gibt ja, wie ihr sehen könnt, vier Löcher der Mikroverstellung. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann kann man es besser sehen. 1, 2, 3, 4 Löcher der Mikroverstellung. So habe ich zumindest gedacht, dass es wäre, denn wenn ich in das letzte Loch der Mikroverstellung gehe, dann lässt sich die Tauchverlängerung nicht mehr einklappen. Ihr könnt sehen, sie geht einfach nicht ganz ins Gehäuse rein. Sie lässt sich zwar schließen, aber sie steht über.
Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch, dass es da sehr eng zugeht. Vielleicht könnte ich es mit Gewalt reindrücken, vielleicht könnte ich an der Schließe rumbiegen. Alles das möchte ich aber nicht. Das hat mich doch sehr überrascht, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Zumal das gemäß Rechnung ein neues Band von November letzten Jahres ist. Also hier hätte ich doch deutlich mehr erwartet im Sinne von Passform und auch Ausnutzen der vier Löcher der Feinverstellung. Das finde ich echt nicht gut gelöst. Und da muss ich auch noch mal ein bisschen recherchieren, ob das nur bei meiner Uhr so ist oder ob das vielleicht ein allgemein bekanntes Problem der Mühle Stahlbänder ist. Denn wie ihr jetzt hier sehen könnt, die Tauchverlängerung muss komplett in der Schließe verschwinden können. Was ich übrigens ganz gut finde, ist, dass hier so ein bisschen ein Kippmechanismus ist, sodass die Schließe auf dem Band Spiel hat und sich bewegen kann. Und wenn ich sie dann zumache, habe ich auch mit dem Band selber noch ein kleines bisschen Bewegung und Spiel, sodass die Schließe nicht zu starr ist und das Band sich gut an den Arm anpassen kann. Alles das gefällt mir, alles das ist gut gelöst. Aber dass ich von vier Löchern der Feinverstellung effektiv nur drei nutzen kann, das finde ich nicht gut. Ja, am Mittwochmorgen, Tag 3 meiner eine Woche am Arm und meine Mühle Rescue Timer ist immer noch am Arm. Wir haben ungefähr 7:55. Wie ihr hier sehen könnt am Fenster, das schöne Wetter ist vorbei. Es fängt wieder an zu regnen, geht mir ziemlich auf den Senkel, finde ich nicht so richtig prickelnd, weil ich doch immer sehr gerne im Wald bin und draußen bin, sowohl in der Mittagspause als auch nach Feierabend. Also das geht mir doch echt auf den Zeiger, weil im Regen im Wald, das ist nicht so gemütlich. Was ich im Wald mache, das kann ich euch auch mal zeigen, weil zum Zeitpunkt, wenn dieses Video online geht, habe ich es schon verschenkt. Der Jörn, der mir die Mühle für das Review zur Verfügung gestellt hatte, hat ein Hobby, wo das auch ganz gut zu passt. Ich habe ihm einen Löffel geschnitzt und den habe ich zum Zeitpunkt, wenn das Video online geht, schon verschenkt. Insofern kann ich den hier mal ganz bequem zeigen. Und das war natürlich mit der Mühle am Arm. Das müssen meine Uhren alles mitmachen, aber das wisst ihr ja mittlerweile auch von anderen Videos. Wir haben Mittwochabend, es ist 11:20 und meine Mühle Rescue Timer ist noch am Arm. Neben mir habe ich hier einen kleinen Hund auf dem Sofa, der seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht, Uhrenarmbänder abzuschlabbern. Ja, so sieht das also bei uns abends ganz häufig auf dem Sofa aus. Heute war ein relativ normaler Tag. Homeoffice, ihr kennt das ja. Ich blende euch ein paar Bilder ein. In den Pausen zwischendrin immer etwas Heimarbeit. Nicht nur für den Arbeitgeber, sondern auch für das Heim selber. Meine Frau und ich teilen uns das Gericht auf. Ihr seht das. Und dabei natürlich die Mühle Rescue Timer am Arm. Das ist für diese Uhr wirklich eine kleine Nummer. Ja, auch wenn die Qualität hundsgemein schlecht ist und der Ton wahrscheinlich auch. Ich habe zwischendurch eine ganz schnelle Aufnahme gemacht, weil mein Hund, der übrigens immer noch dabei ist, hier für große Sauberkeit zu sorgen, einen ganz furchtbaren Traum hatte. Und ich glaube, es kommt ein bisschen rüber auf dem Video. Ich bin gespannt, ob ihr das wirklich sehen und hören könnt. Also dann bis morgen. Ich bin nach wie vor super zufrieden mit der Rescue Timer. Von der kleinen Einschränkung des Stahlbandes bzw. der Schließe abgesehen, was ich euch gestern schon gezeigt habe. Wir haben Donnerstagmorgen, 7:05 und meine Mühle Rescue Timer ist noch am Arm. Ich habe gestern meine
vierte Impfung bekommen, meine zweite Booster-Impfung und ich merke schon, dass ich anfange, echt schlapp und müde zu werden. Ich bin gespannt, wie die nächsten 2 Tage werden, wenn ich morgens meine frühe erste Aufnahme mache. Ich kriege jetzt schon die Augen kaum aufgehalten. Also das ist echt, das ist nicht so schlimm wie bei anderen, aber ich merke es doch immer ganz deutlich, wenn ich so eine Impfung bekomme. Was ist mir aufgefallen, so der Müde, um bei der Sache zu bleiben? Also, sie trägt sich super angenehm. Ich trage sie wirklich gerne. Meine Frau hat gestern noch gesagt: Mensch, ist das eine schöne Uhr. Ich habe nie verstanden, warum du sie verkauft hast. Also, sie fällt auch meiner Frau auf. Und das ist immer ein Zeichen, dass sie auch aus meiner Sammlung heraussticht und etwas Besonderes ist. Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Und die hängt mit der Datumslupe zusammen. Ich bin diese Nacht wach geworden. Es muss um die 4 Uhr gewesen sein. Und da war es trotz ausreichender Leuchtkraft der Zeiger für mich etwas schwieriger, die Zeit abzulesen, weil der Stundenzeiger unter der Datumslupe war. Und das hat das Ganze etwas verwischt, verwaschen. Also ich hatte das als nicht so leicht empfunden, in dem Bereich die Zeit abzulesen. Ich muss das nochmal etwas genauer kontrollieren, aber ja, das ist mir nur aufgefallen und wollte ich gerade mit euch teilen. Wir haben Donnerstag, 20 nach 12 in der Nacht und meine Mühle Rescue Timer ist noch am Arm. Ja, es gibt nicht besonders viel zu erzählen. Ich hatte erzählt, dass ich meine Booster-Impfung bekommen habe. Ich war heute echt total platt und angeschlagen. Ich wollte eigentlich eine etwas längere Aufnahme machen, bin aber in meinem Arbeitszimmer auf dem Sofa eingepennt mit meinem Hund. Kann man den sehen da hinten? Kann man ihn hier wohl noch liegen sehen? Ja, ich glaube, da kann man meinen Hund liegen sehen, da. Und daneben habe ich gelegen und gepennt. Und jetzt gehe ich ins Bett. Morgen gibt es ja wieder ein etwas ausführlicheres Statement. Wir haben Freitagmorgen, 8:55 und meine Mühle Rescue Timer ist natürlich noch am Arm. Ich merke die Auswirkungen der Booster-Impfung doch noch ziemlich heftig und bin echt noch komplett durch den Wind, müde, kaputt, abgeschlagen. Zum Glück habe ich nicht so starke Kopfschmerzen, aber das hat mich doch wieder ein kleines bisschen aus den Socken gehauen. Gestern Abend auf dem Weg von meinem Arbeitszimmer ins Schlafzimmer habe ich dann doch noch mal eine ganz kurze Aufnahme gemacht bezüglich der Leuchtmasse. Das zeige ich euch jetzt, blende euch das jetzt hier ein. Vielleicht schaffe ich es noch heute Abend oder morgen, eine etwas ausführlichere Aufnahme über die Leuchtmasse zu machen, denn die ist wirklich sehr beeindruckend, abgesehen von dem Moment, wo der Zeiger unter der Lupe herläuft, aber das habe ich ja schon erwähnt. Wir haben Freitagabend, 10:45, Tag 7 meiner eine Woche am Arm. Ich bin mit dem Hund raus und wie ihr sehen könnt, es ist dunkel. Und wie ihr gleich sehen könnt, wir haben richtig bescheidenes Aprilwetter. Es ist alles vollgeschneit. Es ist lausig kalt. Aber das geht natürlich nicht anders. Das muss sein. Der April macht, was er will. Und der 1. April macht das in ganz besonderem Maße. Ich stelle jetzt mal kurz die Kamera um und zeige euch, wo ich hier bin. Ja, wir sind jetzt hier auf der Wiese angekommen. Ihr seht hier wirklich alles richtig weiß. Ich hoffe total, dass mein Hund nicht allzu lange braucht, denn so richtig gemütlich ist das nicht. Ihr seht es ein kleines bisschen, dass es immer noch schneit und das ist echt nicht mein Wetter. Mein Hund mag das ganz offensichtlich. Dem geht es richtig gut, der hat Spaß, ich nicht. Morgen soll es so weitergehen und morgen steht die große Hunderunde an. Naja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wir haben Samstag, ungefähr 2 Uhr, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und meine Mühle Rescue Timer ist noch am Arm. Ich habe gestern Abend, glaube ich, Mist erzählt. Ich habe gesagt, Freitag wäre Tag 7. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Freitag war Tag 5, heute ist Tag 6. Ja, wie ihr sehen könnt, es liegt immer noch so ein kleines bisschen Schnee hier. Es ist richtig, richtig kalt. Und kann man das sehen? Irgendwo da ist auch mein Hund. Da kann man ihn sehen, da ist mein Hund.
Wir sind also mal wieder draußen und es ist echt lausig kalt. Ich bin mit meiner Mühle Rescue Timer richtig zufrieden. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich sie mir wieder gekauft habe. Auch wenn ich weiß, dass mit der Schließe, insbesondere der Feinverstellung und der Lupe, es zwei Punkte gibt, die mich nicht wirklich vom Sockel hauen. Aber ich bin mittlerweile doch so ruhig geworden, dass ich da drüber hinwegsehen kann und den Rest der Uhr wirklich genießen kann. Übrigens, wenn ich hier ein bisschen eiereckig laufe, also so ein kleines bisschen unrund, dann liegt das daran, dass ich diese Woche, also anfangs der Woche, als es noch sonnig und warm war, ein paar Mal Fahrrad gefahren bin, hatte einmal die falsche Unterhose an und habe mir einen Wolf geradelt, ungefähr an der Stelle, wo auch ein Leistenbruch wehtun würde. Und das macht das Laufen nicht gerade zum Vergnügen, geht aber nicht anders, weil der Hund muss ja raus. Heute ist mein Video mit der Mühle Rescue Timer online gegangen und ich war ziemlich erstaunt über die Kommentare, weil doch relativ viele Kommentare dabei waren, die gesagt haben, kauf sie dir nicht mehr, wenn du einmal unglücklich warst, dann wirst du nicht mehr glücklich. Viele andere haben geschrieben, versuch's nochmal, eine tolle Uhr. Es war also genauso hin und her gerissen, wie ich eigentlich gewesen bin. Jetzt, nachdem ich sie fast eine Woche am Arm habe, kann ich sagen, ich bin wirklich zufrieden mit der Uhr und sie trägt sich wunderbar. Ich werde sie definitiv behalten und Stand jetzt auch so schnell nicht wieder verkaufen. Der Härtetest wird kommen im Sommer, 3 Wochen Urlaub. Vielleicht schaffe ich es mal, nur eine einzige Uhr mit in den Urlaub zu nehmen. Und das wäre dann meine Rescue Timer. Ja, wir haben Samstagabend und ich habe ein kleines bisschen mit Bändern gespielt. Eigentlich habe ich ja vorgehabt, an der Uhr das Stahlband zu lassen. Aber ich weiß natürlich, dass ein Bandwechsel immer was Interessantes ist, da man sieht, wie die Uhr an unterschiedlichen Bändern funktioniert. Und ich habe nur von einer einzigen Quelle im Internet gefunden, wie ein Chronissimo an der Mühle Rescue Timer aussieht. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und da ich ja nun doch ein paar Chronissimos im Schrank habe, habe ich das einfach mal ausprobiert. Ich bin das Risiko eingegangen, denn das Band ist verschraubt von beiden Seiten. Die Schrauben sind so gestaltet, dass sie nicht tief im Gehäuse versenkt sind, sondern plan abschließen, vielleicht sogar ganz leicht überstehen, weil es runde Schrauben sind. Ich habe da immer die Gefahr, dass ich mir das Gehäuse massiv verkratze. Ich bin da heute sehr vorsichtig zu Werke gegangen und es hat geklappt, wie ihr sehen könnt. Und ich finde, das Chronissimo-Band passt richtig gut an diese Uhr, weil es natürlich die Bandanstöße herrlich aufnimmt und auch so eine Art Gehäuseintegration mit sich bringt, sodass die Uhr da richtig toll reinpasst. Chronissimo gibt es ja auch mit roten Nähten, das ist jetzt ein braunes Chronissimo, gibt es auch in schwarz. Wenn man das nicht hat, dann sieht das so aus wie hier links bei der Uhr vom Jörn, macht die Uhr noch deutlich sportlicher. Aber man sieht eben die Anstöße sehr deutlich. Im Vergleich dazu das komplett integrierte Stahlband. Nochmal ein paar Impressionen. Das Stahlband am Arm. So werde ich die Uhr grundsätzlich tragen, weil sie mir so am besten gefällt. Und hier nochmal das Hirsch Performance Band. Schwarz-Rot, hervorragend zur Uhr, macht die Uhr richtig sportlich. Das Ganze noch in Form eines Chronissimos und ich wäre wahrscheinlich absolut gekauft. Wir haben Sonntagmorgen, wir haben kurz vor 8 und meine Mühle Rescue Timer ist noch am Arm. Ihr habt gesehen, ich habe sie jetzt am rechten Arm, weil links habe ich eine andere Uhr. Ich bin seit ungefähr 1,5 Stunden auf und bereite mich auf den Besuch bei Sinn vor. Sinn hat heute eine Sonderveranstaltung für eine limitierte Gruppe des Sinn-Uhren- und Technik-Forums. Ich habe das große Glück, dabei zu sein. Da ich aber gerne ein paar gute Fotos machen möchte und ich mich bisher mit meiner neuen Kamera, ich habe es euch, glaube ich, noch nie gezeigt, hier, das ist meine neue Kamera, mit der ich aktuell meine Videos mache. Das ist die Sony ZV-E10.
Und wie gesagt, ich habe bisher nur Videos gemacht. Ich bin nicht so der ganz große Fotograf. Also habe ich mich mit den Fotofunktionen ein bisschen auseinandergesetzt. Und heute Abend werde ich euch noch ein Fazit zur Rescue Timer geben. Ja, wir haben Sonntag, Tag 7 meiner eine Woche am Arm. Ihr könnt sehen, dass meine Mühle Rescue Timer noch am Arm ist. Ich hatte heute einen ziemlich vollgepackten Tag. Die Uhr ist aber immer dabei gewesen. Und mein Fazit ist, dass ich mich geändert habe. Die Uhr ist die gleiche geblieben mit allen Stärken und Schwächen. Nur nehme ich die Schwächen nicht mehr so bewusst wahr. Das Datum stört mich nicht mehr so elementar und das, was ich gemocht habe, ist aber im gleichen Umfange geblieben. Insofern bin ich mega froh, dass ich sie mir noch einmal gekauft habe und es war kein Fehler, sie vor 5 oder 6 Jahren zu verkaufen, denn ich brauchte die Zeit für mich, um mich mit der Uhr doch anfreunden zu können. Und jetzt bin ich relativ sicher, dass sie bei mir bleibt und ich mich mit dem Datum bzw. der Schwäche der Ablesbarkeit besser anfreunden kann. Kennt ihr Ähnliches? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bleibt aber in jedem Fall gesund. Erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.